Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lesung aus Der Kaufmann und der Papagei. Heute will ich die Titelgeschichte vorlesen, die Geschichte, die dem Buch seinen Namen gegeben hat. Jenes Buch, das jetzt bereits seit 40 Jahren immer wieder neue Denkanstöße gibt und Menschen hilft, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und auf Lösungswege zu kommen. Und schon geht's los. Der Kaufmann und der Papagei. Ein orientalischer Kaufmann besaß einen Papagei. Eines Tages stieß der Vogel die Ölflasche um. Der Kaufmann geriet in Zorn und schlug den Papagei mit einem Prügel auf den Hinterkopf. Seit dieser Zeit konnte der Papagei, der sich vorher sehr intelligent gezeigt hatte, nicht mehr sprechen. Er verlor die Federn auf dem Schädel und wurde bald ein Kahlkopf. Eines Tages, als er auf dem Regal im Geschäft seines Herrn saß, betrat ein glatzköpfiger Kunde den Laden. Sein Anblick versetzte den Papagei in höchste Erregung. Flügelschlagend sprang er umher, krächzte und fand schließlich zur Überraschung aller seine Sprache wieder. Hast du auch die Ölflasche heruntergeworfen und einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen, so dass du nun keine Haare mehr hast?« In diesem Sinne, euch allen einen wunderbaren Tag und wenn ihr mögt und irgendwelche Gedanken oder Geschichten dazu teilen wollt, schreibt sie einfach hier unten in die Kommentare hinein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich drauf, euch morgen eine neue Geschichte vorlesen zu können. Bis dann!